Dieses Naturphänomen wird Schwarze Sonne genannt und findet jedes Frühjahr an der deutsch-dänischen Grenze statt. Bis zu 1 Million Stare versammeln sich dabei am Himmel und bilden die wildesten Formationen. Mehr dazu nach dem Intro. Die Sonnenfinsternis der besonderen Art. Hunderttausende Zugvögel versammeln sich und bilden dabei atemberaubende Formationen. Die Trichter, Spiralen und Wolken erinnern an einen Bienenschwarm. Ein riesiger Organismus am Himmel. Warum tun die Stare das? Die Stare versammeln sich bei Sonnenuntergang an bestimmten Örtlichkeiten in Dänemark, um zu nächtigen, bevor sie ihre Winterquartiere in Mitteleuropa beziehen bzw. nach Skandinavien oder ins Baltikum zurückkehren. Die Wattenmeerküste bietet den Vögeln sowohl Essensvorräte als auch einen gemütlichen Schlafplatz im geschützten Schilfrohr. Der Tanz, den die Vögel davor aufführen, dient als Abwehrmechanismus gegen angreifende Raubvögel oder Feinde. Gemeinsam haben die Vögel mehr Überblick, um Gefahren zu entdecken, und gleichzeitig verwirrt bzw. schüchtert die Schwarmbildung potenzielle Angreifer ein. Blitzschnell können die Stare ihre Flugrichtung ändern und stoßen dabei nicht zusammen, was sie ihrem Reaktionsvermögen zu verdanken haben, das um ein Vielfaches besser ist als das von uns Menschen. Was für uns aber schön aussieht, ist für die Stare purer Stress. Das war's auch schon. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben da, und außerdem ist hier noch ein weiteres Video, das dich interessieren könnte. Also dann, bis zum nächsten Video. Ciao!